Hallo und willkommen zurück zu Betrayal at a Krondor. Und dieses Mal werden wir wahrscheinlich zurück zum großen Wasserfall. Was hat es mit diesem Wasserfall auf sich? Naja, wir sind nach Norden gezogen zu... Moment, da muss ich hier mal gerade... Zack, laden. Wir sind nach Norden gezogen, zu dieser Stadt hier. Und da war auch ein, ja, Tempel. Ein Tempel von einem Rachegott. In Kentinghöhe sind wir. Einem Rachegott. Und der Typ, der weiß quasi, wer dieses Gemetzel in Romney angefangen hat. Und, der kann uns das aber nicht sagen, weil er ein Gelübde abgeschlossen hat, dass der nur Mitgliedern dieser Gilde oder diesem Kult von diesem Rachegott das sagen kann. Also schließen wir uns dieser Gruppe eben an. Dazu müssen wir uns aber erstmal beweisen und dazu gab es drei Sachen. Das eine war dem König entsagen, das andere war körperliche Kasteiung. Und das fällt irgendwie beides raus. Und das dritte war eben Loyalität beweisen, indem wir ein Jahr lang unter dem Wasserfall meditieren oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall war das dann ziemlich klar, dass wir nochmal zu dem Wasserfall müssen. Das mit dem einen Jahr wird wahrscheinlich nichts werden, aber ne, müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir hier erstmal noch zwei Kisten. Die werden wir mal knacken. Fangen wir hiermit an. Und da haben wir direkt mal... noch ein Edelstein, Smaragde. Mhm. Und dann... ja, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ich kann hier die Drachensteine eventuell weghauen. Ja. Oder die hauen wir... ich glaube, da geht das sowieso nicht drauf. Ging das auf die Rüstung? Ja, können wir überall auf die Rüstung knallen, aber es ist halt eigentlich ziemlich, ne? Ich pack das ja mal rüber, dann verbrauchen wir das jetzt einfach mal. Ach, da haben wir, ja. So, dann packen wir das jetzt hier überall auf die Rüstungen drauf. Quatsch, damit wir das nicht ganz verschwenden. So. Und der packt das dahin, das rüber und dann das dahin und dann packen wir das weg. So, und jetzt haben wir hier noch dieses Ding, das nehmen wir auch mit. Der hat allerdings jetzt auch wieder keine Nahrung, was natürlich auch nicht so optimal ist. Aber gut, dann haben wir noch eine zweite Kiste. Und da haben wir dann auch gleich mal wieder ein Rätsel. So, es steht, wenn andere sitzen. Es ächzt, wenn es zu voll ist. Es hat vier Beine und kann doch nicht laufen. Ja, ein Stuhl wahrscheinlich, ne? Ne, ein Sofa. Ein Sitz. Wenn es zu voll ist. Es steht, wenn andere sitzen. Eine Bank vielleicht? Ein Tisch? Das sieht mir nach einem Tisch aus. Okay. So, was haben wir hier noch? Oh. Ja, okay. Nehmen wir erstmal das mit. Da muss ich mal gucken. Oh. Das müssen wir mal gerade gucken, ob noch irgendwer anders... oh, das ging komplett. Okay. Da ließ sich noch wohl eine Menge stacken. Dann nehmen wir die Sachen hier mit. Und mit dem schieben wir mal gerade... das hier rüber. Dann hat der eins frei. Und dann kann der das direkt nehmen... falls das denn ein Zauber ist, den wir noch nicht kennen. Aber ich vermute, dass wir den jetzt auch schon kennen werden. Gedanken wie Wolken. Ich glaube, den haben wir schon. Ja,
Das heißt, den werden wir verkaufen, aber der ist mit Sicherheit auch ein bisschen was wert. Okay, also wir haben wieder gut auch Edelsteine gefunden. Wir müssen hier noch ein bisschen was an Gelände erkunden. Wir gehen jetzt hier wieder nach Süden. Da waren wir schon. Gehen wir hier ein Stück weiter. Und dann nach Südwesten. Jetzt wird der wahrscheinlich. Ja, Bunga, Bunga, Bunga. Dem müssen wir erst noch mal ein bisschen Nahrung wieder verpassen. Zzzzt. So. Okay. Westen. Südwesten. Benutzen wir das Ding wieder. Ja, und dann hatten wir hier diese drei Kisten noch, die wir beim letzten Mal auch schon. Wo wir ganz am Anfang waren, die ich dann erstmal beiseite gelassen habe, weil wir keinen Platz haben. Daran hat sich aber jetzt nicht viel geändert. Ich gehe aber hier gerade noch. Ja, und da ist auch noch mal was. Ich glaube, da bin ich aber schon gewesen, oder? Wir laufen noch mal dahin. Ja, ich schlafe jetzt hier mal gerade. So. Da ist ein Erdloch mit sechs Pfeilen, die braucht man nicht. Und dann gehen wir darüber zu diesen drei Kisten. Wo sind sie? Da. Okay. Fangen wir an mit der linken. Was machen die Trommeln, wenn sie schlagen? Was auch der Pöbel macht in den Straßen? Okay. Das ist auch einfach. Ja, Lärm. An der Stelle gut Schluss. Junge, Junge, Junge. Ja, aber Edelsteine ist zum Umfallen hier. Ich glaube, dann müssen wir erst nochmal zurück, um Edelsteine zu verkaufen. Naja. Neun. Na, die können wir noch nicht mal weiter stacken. Wir müssten jetzt irgendwas anderes wieder wegwerfen. Also wir können den nehmen, aber die stacken natürlich nicht. Dann ja, können wir Pfeile wegwerfen. Die kann man eventuell noch ein bisschen stapeln. Ne, es sind auch volle Stapel hier. Wie viel ist das jetzt noch? Vier. Okay, dann lassen wir das weg. Passt. So. Okay, nur vier Buchstaben. Es wird dem Sohne vom Vater vererbt und zwischen Brüdern geteilt. Unbestreitbar ist sein Wert, den eigenen man meist von anderen hört. Zwischen Brüdern geteilt. Unbestreitbar ist sein Wert. Mist. Ist auch nur ein O. Timmy. Ich habe keine Ahnung, was das hier sein könnte. Ich meine, es sind nur vier Buchstaben. Da kann nicht so viel. Gibt es nicht so viele Optionen. Es wird dem Sohne vom Vater vererbt. Aber wieso Sohn und nicht Kind?
Und also wieso ist das hier auf männlich zugeschnitten? Ich meine, hier im Mittelalter und so weiter ist es natürlich Erbe und so weiter oder Ehre oder irgendwie sowas oder der Name, wenn das geht. Ja. Okay, dann nehmen wir nur das Geld mit. So, dann noch eine. Oh Gott. Es rastet nie, zieht durch die Welt, bewegt sich leise von Berg zu Feld. Doch kann es nicht gehen, nicht marschieren. Wo es nicht ist, da muss man frieren. Aha. Ich habe eine Idee. Das muss ja anscheinend was Langes, vielleicht auch ein zusammengesetztes Wort sein. Also Wind oder sowas kann es ja nicht sein. Also müsste es was mit Wärme sein. Aber man sagt normalerweise hier, wenn man so ein ja, so einen Sonnenaufgang oder sowas sieht, dann, ne? Also würde ich sagen, dass das hier ja, entweder Sonnenaufgang oder Sonnenschein oder sowas. Okay. Das sieht schon mal sehr gut aus. Sonnen. Gucken wir mal, ob Schein geht. Ne, Schein geht nicht. Sonnenstrahl. Hier ist ein Buchstabe, passt nicht. Schein. Sonnenlicht. Hahaha. Okay. Naja, toll. Da hat man auch drauf verzichten können, glaube ich. Moment. Der, 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 der. Okay. Das ist einer, das sind drei. Naja, wir müssen die Tränke wegpacken. Das ist zu viel. Also da müssten wir nochmal eine Kiste suchen, wo wir das unterbringen können. Okay, das lassen wir dann. Was waren das überhaupt für Tränke? Stärketrank, den werde ich wahrscheinlich sowieso nicht nutzen. Schwertkampf verbessern könnte. Naja, das sind beides quasi Buffs. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erst nochmal zurück zur Stadt, um ein paar Edelsteine gut verkaufen zu können, weil da haben wir ja ordentlich Geld bekommen. Und dann werden wir nach Süden reisen. Jetzt haben wir jedenfalls die Erkundung hier abgeschlossen. Und jetzt geht es darum, mit der Quest weiterzukommen, wobei wir die nicht direkt komplett verfolgen werden, diese Hauptquest, weil wir auch das mit dem Schachzug machen sollten, denke ich. Weil der hatte das gelernt, das ist der Schachspieler. Und ich weiß nicht, was passiert, wenn wir das Kapitel beenden und den verlieren. Dann können wir nachher diese Quest eventuell nicht mehr machen oder sowas. Also das würde ich ganz gerne vielleicht zuerst noch machen. Das ist ein ganz schönes Stück, was wir da laufen müssten. Also wir werden eins jeweils behalten. Und das hier sind jetzt Smaragde. Das sind Smaragde. Das sind auch Smaragde. Ja, und dann hatten wir das hier noch. Okay, 105 Dukaten. Ja, okay. Also die beiden behalten wir. Und den ganzen Kram, diese vier Teile, die können wir verkaufen. Nur 315. 420. Da kommt das Geld rein. Okay.
Können wir die verkaufen? Nee. Ja, und dann hätten wir eben diesen Zauber noch. Den können wir auch noch verkaufen. Vielleicht. Aber normalerweise müsste der den annehmen. Also wir gehen jetzt runter und dann werden wir als nächstes zur Hütte gehen, wo eben diese Zauber verkauft werden. Das wird der nächste Stopp sein. Ach so, wir können jetzt schon mal wieder die Nahrung umverteilen. Mit Gruppe teilen. Das hat ja super funktioniert. Ja, eventuell. Also der hat jetzt hier erstmal. Da müssen wir sowieso gucken, dass wir irgendwann wieder neues Zeug bekommen. Aber im Moment können wir das dann auch einfach wieder zusammenstopfen. Wir laufen erstmal weiter nach unten. Auch wenn wir da jetzt nichts sehen, da vorne ist ein Weg, glaube ich. Wir müssten ja erstmal wieder zu diesem anderen Dorf kommen. Gähnte, dann schlafen wir. Sitt. So, da haben wir eine Farm. Da ist, glaube ich, dieses Haus, wo die. Nee, das war, glaube ich, das Onladen. Ah, Schlüssel. Nee, aber da brauchen wir, glaube ich, nichts und den Kram können wir da nicht verkaufen. Etc. Waren. Naja, okay. Dann weiter. Da klopfen wir gerade nochmal an. Wir können mal schauen, ob wir diese Tante nochmal als Event bekommen, dass sie nochmal mit uns reden will. Ich meine, das Dorf können wir auch noch mal rein. Wir können dann zumindest noch mal nachhaken, ob wir hier mit wem neu reden können. Da ist nix. Aha, Kahuli-Priester. Wisst ihr etwas über den Tempel von Kahuli? Wir sprachen vor einiger Zeit mit ihnen und sie scheinen diese strengen Verhaltensregeln zu haben, denen sich ihre Anhänger unterwerfen müssen. Ihr habt behauptet, dass ihr ein Mitglied des Tempelordens von Kahuli wärt. Der Tempel ist nicht so streng, wie es von außen den Anschein hat, solange sie nur die Abgaben ihrer Anhänger erhalten. Ich hoffe, dass die Eintreiber dieses Jahr etwas klüger sind als diejenigen, die sie uns in den letzten Jahren gesandt haben. Sie fanden fast nie die Abgaben, die ich in den vergangenen Jahren für sie versteckt habe. Sehr seltsamer Dialog gerade. Okay, dann hier haben wir auch einen Laden. Aber auch nicht die guten Armbrüste. Aber wir können zumindest. Nee, die können wir auch nicht. Wir können überhaupt nichts. Sehr gut. Okay, dann halt nicht. Ja, eventuell reisen wir komplett zurück bis nach Krondor. Wir müssen sowieso da unten nach Malak's Cross reisen. Müssen wir mal gucken. Also hier sind wir erstmal wieder vorbei. Dann gehen wir zu diesem Händler. Der ist da hinten irgendwo im Busch. Da glaube ich. Werfe mal einen Blick auf die Karte. Da. So.
Okay. Da haben wir ja mit dem Wyvern-Ei auch das Erfahren mit dem Zauber, dass man das für irgendeinen Zauber braucht. Aber das werden wir uns jetzt mal nicht holen, weil dann möchte ich nicht das Inventar noch weiter verstopfen. Verkaufen wir erstmal das. Jetzt sind wir schon bei 8000 Dukaten. Wir könnten natürlich hier auch Lutens Trank. Das war das mit dem Zaubern. Ja. Rotfahren. Na, das kann er gar nicht brauchen. Wir könnten nur Heiltränke verticken. Wir können auch noch diesen Drachen irgendwas war das, ne? Drachen Ochos Zuflucht, das hatten wir schon. Dinger der Nacht. Der Unglückliche plus Nacre Cicatrix. Die Haut des Drachen. Sterndämmerung. Das ist Einladung. Gedanken wie Wolken. Die hatten wir gerade wieder verkauft. Fesseln aus Frost. Ne, genau, dass die wir verkauft hatten. Der Atem des Drachen. Ich muss noch mal gerade in die Liste gucken. Welche Zauber wir hier hatten. Flammenhölle und Himmelsfeuer. Ja, Atem des Drachen, das kann eigentlich nicht gut sein, aber kaufen wir das auch mal. Weil für 150, was günstig ist, kann nicht gut sein. So, dann haben wir noch mal eins, was wir testen können. Okay. Und dann werden wir mal weiterreisen. Wenn sie sich wieder beschweren, dann werden wir rasten. Ja, da sind wieder unsere Fußspuren. Jawohl. Sit. So. Und hier müssten wir, glaube ich, genau, da kommen wir dann zu dem Wasserfall hin. Und da können wir dann unsere, na, die müssten wir eigentlich schon geöffnet haben, diese Schachfigur nutzen. Jawohl. Eintreten. Wasser sprühte über sie hinweg. Sie wateten durch den donnernden Vorhang aus Wasser und kletterten auf eine nasse Steinplatte, die sich hinter dem Wasserfall befand. Nasse Haarsträhnen hingen vor ihren Augen, als sie ihre neue Umgebung betrachteten. Ach so, ja, okay. Eine Tür war in einen Stein eingearbeitet. Auf beiden Seiten war ein eiserner Fackelhalter am Rahmen der Tür befestigt. Auf der rechten Seite befand sich eine kleine, dunkle Nische. James stand auf, um die mysteriöse Einbuchtung genauer zu betrachten, und entdeckte dort ein Schachbrett. Sieht so aus, als ob jemand anfangen wollte, ein Spiel zu spielen, aber es fehlte ihm eine Figur. Borat lächelte. Wenn euch das nicht sagt, dann seid ihr dumm wie Stroh. James nickte und nahm den Springer, den sie am Brunnen in Kenting Höhe entdeckt hatten. Er stellte ihn auf den fehlenden Platz. Er strahlte voller Zufriedenheit, als sich die Tür öffnete. Wenn das keine Einladung ist, dann weiß ich es auch nicht, sagte James. Sollen wir? Ja. James ging voran. Schon bald waren sie tief in die Höhle vorgedrungen. Oh, okay, das sieht auch hier anders aus. Okay, das heißt, wir werden hier wahrscheinlich doch noch ein bisschen länger verbringen, dann geben wir dem auch noch ein bisschen Nahrung und zündeln hier eine Fackel an. Und da sehen wir schon, da ist eine Krabbe oder eine Spinne oder irgendwas. Es sind Spinnen! Die Kreaturen heulten auf, vom plötzlichen Angriff überrascht. Ja.
Okay, das war schon mal nichts. Dann probieren wir mal unseren neuen Zauber aus. Das war Drachenatem oder so. Jetzt erstmal wieder finden. Das scheint überhaupt kein Kampfzauber zu sein. Auch interessant. Also entweder ich habe es übersehen oder es ist kein Kampfzauber. Also würde ich sagen, Feuer aus Eisen, Schwert extra, das wäre ja auch nicht schlecht. Wir machen einfach hier einen Flussgesang. Das hilft allein dadurch, dass das Schaden weghält. Naja, wenn es den Schaden weghält. Und der kann einfach jetzt hier wieder rasten in der Zwischenzeit. Dann greifen wir den an. Der ist kaputt. Der lebt noch. Auch kaputt. Auch kaputt. Der Kampf war gewonnen. Was? Lebte der andere auch nicht mehr? Du durchsuchst die Leichen nach Vorräten. Ja, vielleicht haben die ja leckere Spinnenbeine dabei. Oder ist das eine andere Gruppe hier? Naja, das sind die. Ja, da ist nicht so viel drin. Okay, wir gehen mal... Oh, da ist was. James kämpfte sich durch die dicken Äste des Unterholzes. Er sammelte eine kleine schwarze Beere auf und rief den anderen zu. Sie sind essbar. Helft mir genug für ein kleines Bündel zu finden. Ah. Das wäre jetzt was, wenn das giftig gewesen wäre. Okay, passt. Gehen wir mal hier die Wand entlang. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das war schon mal was hatten, was genauso aussah. Kann aber auch gut sein. So, ich laufe jetzt hier ein bisschen querbeet, damit auch alles auf der Karte aufgedeckt ist. Da ist auch noch was auf dem Boden. Ah, kürzlich gelagert. Okay, was sagt die Karte? Haben wir alles? Wir haben fast alles. Die eine Ecke fehlt noch. War das jetzt die Ecke? Westen. Ich glaube, das war die südliche Ecke. Okay, dann laufen wir da jetzt einfach noch rüber. Und dann gehen wir weiter. Das sieht mir jetzt aber nicht nach einer Höhle aus. Aha. Da sind die Nächsten. Oh, sie entschlossen sich zum Angriff. Und Spinnen. Die Gegner waren nicht überrascht. Okay, naja. Naja. Bös. Ganz bös. Ja, der macht den jetzt auch direkt kaputt. Genau. Der geht erstmal so weit weg, wie es geht. Was? Das hat irgendwie... Achso, da hat er daneben, habe ich jetzt irgendwie nicht... Ah, der ist zu schnell. Okay, dann können wir nur verteidigen. Machen wir mal rechte Maustaste. Ah,
verklickt. Aber der kann jetzt hier rasten. Und der hat noch so viel. Okay. Falls noch mehr von ihnen in der Nähe sind. Ja. Den Rest braucht man nicht. Da geht's weiter nach Westen. Da geht's weiter nach Norden. Und da haben wir eine Kiste. Aha. Ein glänzendes, weites Feld, ohne Furchen. Der, der es durchquert, hinterlässt keine Spuren. Meer oder Wasser oder irgendwie sowas. Ozean, wenn das schon Otz ist. Naja, okay. Dann haben wir natürlich hier wieder das Inventar ein bisschen blockiert. Dann gehen wir erstmal nach Westen. Ah, fest verschlossen. Sollen wir versuchen, sie zu öffnen? Ja. Da liegt eine Leiche rum. Ist das ein Hinterhalt? Sieht man sonst nach einem leeren Raum aus. So. Sammeln wir das wieder ein. Ja. Knack mal. Wir können auch mal mit wem anders versuchen zu knacken. Der kann nicht. Der kann nicht. Der kann. Und da sind die Nächsten. Der Feind schreckte zurück. Das sind aber eine ganze Menge. Aber wieso können die dann trotzdem so früh angreifen, wenn ich doch hier dieses Dings da hatte? Naja, wir können mal in dem Fall den großen Kabumm zaubern, wenn ich wieder wüsste, wo der zu finden ist. Bist du das nicht auch hier? Fesseln aus Frost? Flammenhölle. 1 bis 20, dreimal Kosten im Blink. Das kann natürlich daneben gehen. Das kostet 20 Gesundheit. Batsch. Okay. Bams. Okay, haben meinen eigenen auch ein bisschen getroffen, aber... Der hat natürlich jetzt nicht mehr so doll viel. Der muss ab jetzt... Der stellt sich hier mal in die Ecke. Und dann muss er gleich... verteidigen. Ab jetzt kann er auch eigentlich... Naja, der könnte runterkommen. Ich werde aber hier mal regenerieren. Der geht jetzt dahin, dann kann der weiter regenerieren. Bap. Weiß nicht, wieso der nicht rankommen will. Vielleicht hat
wollte der unbedingt zu... Ne, der tut einfach gar nichts. Vielleicht hat der schon so viel Schaden genommen, dass der sich gar nicht mehr bewegen kann. Weil dadurch wird ja die Bewegung eingeschränkt. Dass der auf einen Lebenpunkt oder sowas runter ist. Ach, hoppla. Er will aber irgendwie nicht. So. Dann regenerieren wir jetzt einfach hier. Oh! Naja, das sind halt die so untoten irgendwas-Typen. Die Würger. Okay. Wieder kaputt. Naja. Gut, Fähigkeiten haben sich verbessert. Da müssen wir jetzt aber gucken, ob wir da was von einsammeln können. Ist das gute Nahrung? Jawohl. Das ist ja auf diesen Aufputschmittel. Kurze Zeit ein Schwertkampf. Naja, ich meine, das kann man halt auch eigentlich verkaufen. Naja, da haben wir keinen Platz mehr für. Ist auch eigentlich nicht nötig. Das ist vergiftet. Wie viele sind das? 15 und das sind 7. Dann packen wir die 7 weg. Und nehmen hier die 15 mit. Ja. Noch 2. Was war das? Wurzelöl. Auch wieder Rüstung und Metall. Was haben wir hier? Rationen normal. Das waren die dann alle. Dann gehen wir den Raum wieder. Naja, erkunden, indem wir hier einmal im Kreis laufen und dann die Mitte. Ist die Fackel ausgegangen. Dann machen wir halt eine neue an. So. Okay. Dann laufen wir das hier ab. Ich schätze, dass wir da gleich zu einem Ende kommen und dann gehen wir den anderen Weg wieder zurück, weil ich vermute, dass das zu dem anderen zurückführt, was wir da unten schon hatten. Vielleicht ist es aber auch ganz anders. Oh, ich kann es nicht knacken. Okay. Gorats Schlossaufbruchfähigkeit hat sich verbessert. Und auch hier ist wieder so ein Hoshi. Da hinten ist auch noch einer. Dum 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 dum. Gorat stolperte. Autsch. Ja, das heißt, der muss von vornherein verteidigen. Und wir sollten wahrscheinlich dann die zuerst platt machen. Weil... Ach, shit, das war...
Mit dem wollte ich natürlich nicht. Aber der muss sich verteidigen. Ich glaube, der hat irgendwas abbekommen. Naja, der kriegt Schaden jetzt pro Runde anscheinend. Aua! Okay. Geh mal darüber. Ah, der regeneriert auch nicht. Dann müssen wir den Kampf jetzt nochmal machen, weil da ist natürlich jetzt vorbei. Und wir können auch nicht aufs Inventar oder sowas zugreifen an der Stelle. Naja, der stirbt halt jetzt einfach. Naja. Okay, machen wir Autokampf. Ich hatte aber nicht mitbekommen, dass der auch schon so viel Schaden genommen hatte. Oh, und die stehen als die wieder auf. Okay, dann müssten wir eventuell die zuerst platt machen und nicht die anderen. Wird er es schaffen? Mal gucken. Bäh. Der Highlander, es kann nur einen geben. Ich bin unbesiegbar. Pst. Aber die auch. Bah. Okay, da wird er jetzt vermöbelt, weil der hat jetzt keine Lebenspunkte mehr. Das heißt, der trifft auch nicht mehr. Bäh. Und alle sind Matsch. Okay. Okay, dann müssen wir eventuell vorher einmal rasten, um die Lebenspunkte von dem James aufzufüllen. Das hatte ich nicht mitbekommen, dass der, dass es dem so dreckig geht. Okay. Hat der nicht hier diese Heilsuppe? Der hat die Heilsuppe. Dann legen wir das erstmal weg. Jawohl. Geben das rüber. Doch, der hatte Heilsuppe. Naja, ist okay. Der gibt einfach mal Heiltränke rüber. Das sind 19. Dann machen wir die rüber. Dann kann der auch noch einmal nehmen. Und ich glaube, der hatte... Der wird sich nichts heilen, weil der schon zu hoch war. Aber beim anderen wahrscheinlich auch nicht. Aber dann werden wir jetzt hier erst einmal... Ja. Ach, da sind auch noch welche. Okay, dann machen wir erstmal die kaputt. Der Feind schreckte zurück. Ja, okay. Der wird jetzt hier aber dann auch direkt... Komm, mach mal so einen Flussgesang. Der geht darüber. Der wird jetzt auch regenerieren. Ach. Ja, doch passt. So, vorerst waren sie also sicher. Mhm. Was war das hier? Lutens Trank. Das kann der auf jeden Fall noch nehmen. Bleibt einer übrig. Ist okay.
Da geht's auch nochmal weiter. Da ist auch nochmal eine Tür. Da geht's auch nochmal weiter. Und da haben wir eine Dingens, wo es aber auch nochmal runtergehen würde. Okay, da ist doch noch ein bisschen mehr, als ich dachte. Können wir denn jetzt hier rasten? Nee. Dann gehen wir da runter. Da ist auf jeden Fall... der huscht da aber rum. Das sind auf jeden Fall ein paar mehr. Mhm. Das sind eine ganze Menge. Okay, dann machen wir hier auch direkt wieder den Flussgesang. Den wir dahin bauen. Der hat nur noch 34. Naja, das sind halt 5 Stück, ne? Okay, dann machen wir jetzt hier... dieses... Gift für schwarze Würger. Schaden 5-mal Kosten. 10. Da hauen wir direkt alles raus. Ah, okay, das sind noch keine schwarzen Würger. Das ist erst, wenn die... Okay, das war natürlich dann verschwendet. Mhm. Bisher wurden wir aber noch nicht getroffen. Gehen wir auf den. Mhm. Verteidigen. Ich glaube, der sollte sich jetzt auch am besten verteidigen, weil das Ding, das macht so viel Schaden. Aber wobei, wir müssten eben gucken eigentlich, dass wir sozusagen bursten. Naja, der geht mal weg. Der muss verteidigen, weil der geht halt sehr schnell hops und die sind, ja. Wenn da davon jetzt einer wieder aufstehen sollte, ist es auch in Ordnung. Der regeneriert oder versucht's. Ja, wunderbar. Passt. Macht schnell! Okay. Dann fangen wir wieder der Seite an. Ein Schlüssel. Ein bisschen Nahrung. Ist das gute Nahrung? Nein. Dann haben wir... Ich glaube, das war auch Quatsch jetzt. Ah, der hat schon 2-mal Quatsch. Dann kann er das auch noch mitnehmen. Ja. Und das nehmen wir mit. Erstmal. Das nehmen wir mit. Ja, so viel auf jeden Fall zur Nahrung. Also da haben wir jetzt unsere Rationen quasi komplett aufgefüllt. So, den haben wir. Was war das? Potium Noxum. Eine klumpige Masse. Das konnten wir den Gegner entgegenwerfen. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Kann er mal speichern und das benutzen. Da ist noch einer. Und da haben wir mal eine Kiste.
Schlüssel. Okay. Was war denn dieses Drachendings da, was wir bekommen haben? Atem des Drachen. Kosten 5 bis 15 Gesundheit. Dauer. Verursacht dichten Nebel. Okay, das ist mal ziemlich nutzlos. Okay. Dann machen wir diesen Spürsinn. Okay. Dann. Wer es hat, ist zornig. Wer es verliert, ist noch zorniger. Wer es gewinnt, hat es nicht mehr. Irgendwas mit Wut? Aber Wut kann man ja nicht mehr gewinnen. Wer es gewinnt, hat es nicht mehr. Ich guck erstmal, ob wir ein SCH zusammenbekommen. Da ist überhaupt kein C mit bei. Wer es gewinnt, hat es nicht mehr. Da, das hier ist wahrscheinlich der Schlüssel. Wer es gewinnt, hat es nicht mehr. Was kann man denn gewinnen und dann dadurch verlieren? Da haben wir eine Menge. Okay, das muss ich mal aufschreiben. Wir haben S, 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 2, 3, 4, 5 und ein E. Dann haben wir Lireit, Lireit. Eti, okay. Ich glaube, das wird da jetzt auch nicht einfach, weil da sind sehr wenige Sachen, die man ausschließen kann. Sehr viele Vokale, womit alles Mögliche an Kombinationen möglich ist. Da, W, H, R, L. Man könnte, wenn man mal damit anfängt, mit einem S. Also da macht natürlich Doppel-S am Anfang keinen Sinn. Mit I macht, glaube ich, auch keinen Sinn. Dann hätten wir... Das wäre... Machen wir erstmal A. Sasse... Sir... Sar... Saiv, Savene. ST ist eigentlich eben, ja. Ha! Okay, ich glaube, ich hab's auch schon. Wer es gewinnt, hat es nicht mehr. Ist der Streit. Jawohl. Okay. Da ist eine Menge Geld. Oh, das ging. Und was ist das? Ein Sarix Bane. Eine gelbliche Salbe. Im Endeffekt wurden auf Rüstungen gestrichen. Ja. Kann er das mitnehmen? Kein Platz. Ja, und diese Suppe auf deren Rüstung ist halt auch schon wieder abgelaufen, ne? Da drauf. Und dann kann der die 4 oder was das war nehmen. Okay. Das war jedenfalls der Weg nach da. Dann laufen wir das auch mal ab. Und dann ist es auch schon Zeit für einen Schnitt. Oha.
So. Hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. Das heißt, doch, da unten ging's nicht zurück. Dann, bevor ich das beim nächsten Mal vergesse, stellen wir uns schon mal dahin. Ja, mach mal. Du darfst einmal versuchen. Können wir jetzt hier rasten? Ja. Owen hat auch nichts mehr. Packen wir das gerade weg. Den dahin. Das dahin. Okay. Was hatte ich hier weggelegt? Okay. Wir können ja noch mal rasten und warten, bis es wieder hell wird. ja. So. Da nach Norden müssen wir. Ich werde aber jetzt hier auch noch mal rasten. Nicht damit es wieder hell wird, aber damit unsere Lebenspunkte ein bisschen aufgefüllt werden. Okay. Dann machen wir eine Fackel. Und dann sind wir bereit fürs nächste Mal, wo wir dann hier den Wasserfall zu Ende durchkämpfen werden und damit unsere Treue, unser was weiß ich was beweisen, auch wenn wir jetzt hier kein Jahr meditieren, aber vielleicht finden wir irgendwas, was man normalerweise nur bekommt, wenn man ein Jahr meditiert hat oder sowas und was wir dann eben ja abgeben können. Der Plan ist aber dann eben erstmal nicht zurückzugehen. Wir machen das hier fertig. Dann reisen wir eben diese ganzen Städte ab, gehen nach Kondor, gehen verkaufen, machen dieses Spiel, machen diesen Edelstein umwandeln und so weiter. Da haben wir eine ganze Menge zu tun. Und dann geht's wieder zurück. Also mal gucken. Aber erstmal werden wir das hier auf jeden Fall noch fertig machen, hier hinter dem Wasserfall. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen gibt es immer montags, mittwochs und freitags. Gerne den Kanal abonnieren, um da nichts zu verpassen. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.